Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agoraphobia vom Meister Rabbit. Wir haben hier noch zwei Symbole, die wir finden müssen wahrscheinlich, oder zwei Artefakte vielmehr. Ich vermute einfach mal, dass es insgesamt vier sind. Wir haben ja in der letzten Folge zwei bekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wo wir die nächsten abstauben können. Wir sind jetzt wieder voll geheilt, weil ich endlich verstanden habe, dass wir durch das Wasser unsere HP zurückbekommen. Ah, sieh mal an, warum ist unser Bett auch weg? Den Teddy verstehe ich, aber das Bett? Und ich glaube, dass da was leuchtet auf dem Tisch. Das sehe ich mir gleich an. Ich wollte eigentlich noch was sagen, bevor ich es vergesse. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ich gucke mir immer ganz gerne Let's Plays oder höre gerne Let's Plays von Maker-Spielen an, während ich selber am Maker arbeite. Und vorhin hatte ich einen Let's Play von einem jungen Herrn laufen, der dann vor einiger Zeit mein Spiel neuen Let's Play hat. Und lustig finde ich, wenn viele junge Let's Player, die sich noch nicht gut mit dem Epic Game Maker auskennen, dann ihre Epic Game Maker Let's Play Videos in HD hochladen. Falls ihr auf die Einstellung dieses Videos hier klickt, werdet ihr sehen, dass ich das nicht tue, weil das einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, denn man kann zwar die Pixel hochskalieren, das bringt aber letztlich nichts, denn besser sieht es deswegen auch nicht aus. Das fand ich immer wieder sehr unterhaltsam, weil sich Leute damit quasi unnötig Arbeit machen. Naja, so viel dazu. Eins der Bücher sieht ungewöhnlich aus. Das ist nicht Papier, sondern aus Metall. Noch eins. Okay. Was ist das jetzt für eins? Die vier Bände des Blutes. Warum habe ich jetzt zwei davon? Und wie viel schleppt sie mit? Versteckt sie wahrscheinlich alle unter ihrem Rock? Okay, was ist das da? Quatsch. Was? War das schon die ganze Zeit da? Habe ich einfach nicht aufgepasst? Speichern wir mal hier. Da hat etwas geklirrt. War das schon die ganze Zeit da und ich habe es nur übersehen? Wie peinlich. Okay, ich möchte gerade nochmal, weil wir hier sind, in diesem Raum vorbeigucken. Nichts Neues. Okay. Wo könnte etwas geklirrt? Die Teleports sind merkwürdig. Wahrscheinlich, wenn ich renne, geht's nicht. Ich teste das gerade mal. Hier geht's. Rennen. Nee, Moment. Nochmal, ich will jetzt diesen Teleport überprüfen. Doch, jetzt ging's. Hä? Das verstehe ich nicht. Gut, hier könnte etwas geklirrt haben, weil hier sind große Scheiben. Ah. Da war gerade irgendwas. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwas Wichtiges passiert. Nur bedrohliches Grummeln. Kleinen Moment. Vorsorglicherweise habe ich mir heute einen heißen guten Abendtee oder gute Nachttee zurechtgestellt. Die Blutspritzer sind immer noch da und das Licht auch. Nächstes metallisches Buch. Aber was bringen uns die Bücher? Ich will das Artefakt haben. Wo haben wir noch Bücher? Ich glaube, ich weiß wohl. Und hier ist wieder, glaube ich, ein neues Zeichen an der... Jetzt habe ich gerade Asche mitgenommen. Neues Zeichen an der Wand. Oder ich sehe die jetzt erst. Ich muss mir nochmal... Gut, ich gebe zu, das ist ungewöhnlich. Ins Bett legen? Nee, sie schläft doch jetzt nicht. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Da ist wieder der Teddy. Also mal ehrlich, sie will nicht in ihrem Zimmer schlafen, aber mitten auf dem Gang, wo irgendjemand ihr Bett hingestellt ist, hat das kein Problem. Ich möchte bitte wieder raus. Teddy. Schickst du mich bitte zurück? Was hat der Teddy gemacht? Telefon. Hallo, ich möchte eine Pizza bestellen. Ich träume gerade schlecht. Jetzt eine Pizza zur Beruhigung wäre ganz geil. Ist das unsere Mutter? Reihe an Möbeln, verstaubt und beschmiert. Sie sehen aus, als stünden sie hier schon seit Jahren. Das hier sieht aus, als würde die Wand bluten.
Eine verschmierte Zeichnung eines Messers. Ach so, ah. Was? Also einige von euch vermuten schon, und wahrscheinlich zu Recht, dass Fiona durchaus nicht so unschuldig ist. Irgendwas hat sie getan. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist die Frage. Na gut, ich will da nicht hin, aber... Fiona, du musst mir helfen. Finde einen Weg. Halte dich an etwas fest. Ja, woran denn? Ich mach das übrigens nicht. Kein Schritt weiter, mein Kind. Ich mache gar nichts. Ich gehe zum Telefon. Vielleicht irgendwer Nettes, der Nachbar von nebenan, der die Pizza fälschlicherweise bekommen hat. Hallo? Sie warten auf dich, Fiona. Sie sehnen sich nach deiner Gesellschaft. Dann sollen sie mir das doch selber sagen. Okay, Teddy, bitte lass mich zurück. Darf ich jetzt bitte zurück? Nein. Tja, Leute. Nicht sehr effektiv. Huch! Body Horror! Ich konnte nicht lesen, was da steht. Okay. Jetzt ist unser Bett wieder hier. Aber der Teddy ist noch weg. Mensch, ich wollte da doch gar nicht hin. Schon wieder ein Güterzug. Verdammt, was ist hier los? Schon wieder hat der Teleport nicht funktioniert. Wartet. Jetzt gehe ich hier lang. Es geht schneller. Ich gebe zu, ich habe mich zwar schon mehr in Spielen gegruselt, aber dieses Spiel macht eins in gewisser Weise sehr richtig. Es verarscht mich total. Es verarscht mich total. Wenn ich einmal das Gefühl habe, jetzt weiß ich, was passiert, dann die Toilette ist offen. Eigentlich wollte ich woanders hin, aber hey, es liegt gerade auf dem Weg. Ein Auge. Was zur Hölle? Eingeschlossen? Okay. Das ist nicht normal. Waschbecken ist vollgestopft mit Haaren und einer dunklen, öligen Flüssigkeit. Hineingreifen. Genau das, was ich machen möchte. Wasser aufdrehen? Nein, wir benutzen mal die Hand. Die Hand. Es wird dunkel. Die Musik setzt aus. Lass mich raten, das Auge, ja. Okay, mit einem Artefakt haben wir jetzt das nächste geholt. Das ist cool. Neue Musik. Eine Toilette. Nichts Besonderes. Die Zeichnung an der Wand sieht aus wie ein dunkles Auge. Nicht gruselig. Oh, Glück gehabt. Wir können raus. Die Musik ist mir unheimlich. Speichern. Okay. Ich spiele gerade zum ersten Mal so richtig im Dunkeln. Die letzten Male war entweder noch etwas heller oder das Licht war hinter mir an. Und jetzt ist es wirklich sehr dunkel hier. Ich grusel mich noch nicht so ganz, aber ich fühle mich unwohl. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in dieses Zimmer hier, weil hier gibt's auch Bücher. Und ich dachte mir vielleicht, warum ist das Licht aus? Vielleicht gibt's hier auch... Nee, das metallische Buch ist nicht hier. Das ist dieselbe Musik wie vorher, nur einfach auf langsamer Geschwindigkeit, wenn ich das richtig höre. Was durchaus seinen Zweck nicht verfehlt. Huch! Meine Güte, Barnabas, dieses Haus ist gewaltig. Und hier sollen wir wohnen? Zu zweit? Henning wird doch auch hier sein. Und außerdem... Außerdem was? Nun, vielleicht bleiben wir ja nicht immer nur zu zweit. Oh, Barnabas. War das vor ihrer Geburt? Das könnte möglich sein. Wozu haben wir eigentlich die Asche in das Glas gefüllt? Licht. Danke. Ein Buch, was glaube ich vorher noch nicht da war. Ich mache mal den Schrank zu. Reine Präventionsmaßnahme. Okay.
Da kommt schon wieder ein Güterzug. Ich glaube, ich werde bekloppt mit dem, was denn gerade los? Die zerstören die Atmosphäre. 4 eiserne Anker thronen über den Flammen. Sie öffnen den Pfad, doch nur wenn zusammen. Was soll das nur bedeuten? Dass wir wahrscheinlich 4 Artefakte brauchen. Oder sagen wir eher 4 Bücher. Genauso wie 4 Artefakte. Tja, wo können noch welche sein? Bei der Tante Margaret oben noch? Wäre möglich. Mr. Schattenman ist ja auch schon eine Weile nicht mehr aufgetaucht. Oder ich habe einfach eine Weile nicht gespielt, vom Gefühl her. Ich möchte nicht noch einmal in das Bad. Ich möchte aber gucken, obwohl... Doch, gucken wir mal, ob Tante Margaret noch da ist. Jupp. Alles beim Alten. Ausgezeichnet. Wo könnten wir noch was finden? Vielleicht bei Mr. Henning. Jetzt sind die beiden ja scheinbar wirklich tot. Die sind ja jeder mindestens 2-mal gestorben jetzt schon. Da war irgendein Geräusch. Hier ist nichts. Ja, und jetzt sind sie scheinbar wirklich tot, weil jetzt bleiben sie auch tot und ihre Leichen verschwinden nicht. Und ja. Hier ist nichts. Möchte nicht in die Lösung gucken. Es liegt zwar eine Lösung im Projektordner bei, aber ich möchte es selber schaffen. Warte mal, bevor wir wieder gehen, mache ich hier kurz das Licht an. Wenn wir schon Licht haben, kann ich es auch nutzen. Tja, ach so, klar, wir waren noch nicht im Ostflügel, den vergesse ich immer, weil wir da anfangs nicht hin konnten. Ist hier vielleicht irgendwas oder in diesem Zimmer hier? Hallo? Bitte? Ich möchte bitte einen Schokoriegel. Nein, nicht wirklich. Eher... Ein Hinweis. Sehr schön. Boras Metall. Jetzt haben wir 4 Stück. Aber was bringt uns das? Oh nein. Mach doch die Tür auf. Die Blubberblase verfolgt uns hier. Hallo? Blubberblase? Nö. Nö. Oh, hi, schon wieder hier. Was, wovon sprichst du? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ha, und wenn ich es dir sage, sie hat mich bestohlen. Warum sollte sie das tun? Du sprichst da von meiner Frau. Ernsthaft, Eleanor würde dir niemals etwas stehlen, glaube mir. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Sie hat schon immer hinter meinem Rücken über mich gelästert. Und jetzt will sie mich voll ins Bloß stellen. Und du hilfst ihr dabei auch noch. Du bist doch nicht mehr bei Trost. Ich werde für Eleanor die Hand ins Feuer legen. Ich würde. Du glaubst mir nicht. Was habe ich anderes von einem Bruder erwartet, der so eine Frau heiratet? Margaret, du machst einen Fehler. Du läufst gerade durch Fiona durch. Das geht so nicht. Wir müssen reden. Oh nein. Du bist derjenige, der hier einen Fehler macht. Und das werde ich dir beweisen. Okay. Ich muss ja gestehen, lieber Rabbit, ich weiß, du hast mein Spiel nie gespielt, aber die Flashbacks sind nämlich auch ein bisschen an neuen. Einfach von der Art, wie sie gemacht sind. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass ich mich gerade wieder sehr mit dem Spiel beschäftigen muss, weil ich es ja reboote. Na schön, so langsam kriegen wir immer mehr Infos der Story. Und ich habe so das Gefühl, dass eventuell hier in diesem Zimmer die 4 Metallbücher abgelegt werden müssen. Ich weiß aber nicht. Lasst uns nochmal den Hinweis lesen. 4 eiserne Anker thronen über den Flammen. Sie öffnen den Pfad doch nur, wenn zusammen. Über den Flammen. Flammenlodern im Sog des Kamins und lassen das Licht an den Wänden tanzen. Ah, über der Feuerstelle sind 4 quadratische Nischen. Sie sind alle gleich groß und in etwa so breit wie ein Daumen. Die metallenen Bücher würden genau in die Nischen passen. Das Gitter. Oh, schön. Eine Treppe. Nein! Eine Leiter fehlt mehr. Wisst ihr was? Cut time! Wir sehen uns im nächsten Video.